Öpuk. Jumai hatte schrecklich kaputte Zähne und sie hatte Schmerzen. Deshalb hockten wir 14 Tage später im Hotel über ihrem Laptop und überlegten, was sie tun könnte. Vielleicht dachte sie, ich würde mich auskennen mit kaputten Zähnen. Und da sah ich diesen kleinen Totenkopf auf ihrem Bildschirm, den Eingang zu einer Netzwelt, von der ich gehört hatte, aber die mir bislang egal und unbekannt gewesen war. In dem Moment wusste ich, dass Jumai dort nach jemandem gesucht hatte, um Chenmin zu töten. Der Name Chenmin stand plötzlich in großen Lettern vor mir. Er war Hotelbesitzer gewesen, hatte sie 2 Jahre zuvor an der Stelle, an der wir uns getroffen hatten, vergewaltigt, als sie auf dem Weg ins Nachbardorf waren. Ich sah, wie er sie gegen die Bank mit dem Überdach drückte und sie an den Haaren riss und wie sie anschließend schweigend, aber gemeinsam weitergingen. Sie vor ihm, während die Sonne über den auftauchenden Hausdächern lag wie ein herrenloser Hund. Thank you.